Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist das Reiter und wir sind in Folge 351 von Simotrans. Ja, ich bin auf dem neuen System, habe das umgezogen. Da waren jetzt drei Gebäude, die durch irgendwelche anderen Gebäude ersetzt worden sind. Das soll wahrscheinlich nicht das Problem sein. Jetzt ist natürlich nur die Frage, WASD war es wieder nicht, ne? Wollen wir mal gucken, das einzigste Problem, was wir hatten, hier ist das Binnenwasser und das ist in Ordnung. Ich denke mal, das wird dann alles passend sein. Da hatten wir ja mal irgendwann so ein Problem hier. Aber das ist jetzt erstmal gut. Wir haben die Karte drinne und dann wollen wir mal gucken, wie wir da weiterkommen. Ne? Nach dem Intro schauen wir uns das mal an. Ne? Bis gleich. So, dann schauen wir mal. Ich denke aber, wir gehen erstmal in die Liste. Wir hatten, glaube ich, zuletzt die Städte, die Bushaltestellen erweitert oder sowas. Das war ja schon ganz gut, glaube ich. Ne, hier waren wir schon richtig. Jetzt müssen wir nur gucken. Ne, das ist jetzt hier Linienverwaltung. Sieht auch ein bisschen anders aus. Hier will ich hin. Und dann Fahrzeugliste. Oder waren wir bei zuletzt in der Fahrzeugliste? Ich weiß es nicht. Bezeichnung, Filter. Aha, hier sieht das alles so ein bisschen anders aus. Gewinn. Ja, Gewinn ist richtig. Und der hier macht am meisten Minus. Fährt gerade leer durch die Gegend. Wahrscheinlich hatten wir das schon mal so überlegt, dass das sowieso keinen Sinn macht. Aber der war ja, glaube ich, auch zeitgesteuert, ne? Ja, sieht so aus. Okay. Da sind wir einiges durchgegangen, meine ich. Und so ganz viel Minus ist ja nicht. Das sind jetzt zwar hier zwei Minuszahlen, aber wahrscheinlich ist das, weil... Na doch, wir haben ja 16. Oktober. Das Jahr ist eigentlich schon rum. Die Post hier, aber... Wenn wir weiter runter gehen, dann sehen wir, ja doch, hier sind überall Minuszahlen. Wo fängt es denn mal mit Plus an, ne? Aber wir sind hier oben, kommen jetzt Richtung 0. Ja. Wo sind wir jetzt bei 0? Hier ist irgendwo die Gewinnschwelle. Ja, hier ungefähr. Und wir sehen, dass wir hier vielleicht ein Viertel, ja, ich würde sagen Viertel Minus machen und drei Viertel machen wir Plus. Jetzt können wir mal die Zahlen noch gegeneinander schauen. Diese hier ist mit 600.000 Minus und hier unten ist mit 1,5 Millionen Plus. Also da brauchen wir uns jetzt keine Gedanken machen, denke ich mal. Das haben wir schon relativ gut optimiert, ne? Ja, keine Staus. Ich glaube, da brauchen wir in der Linie noch nicht weiter gucken. Das ist ja schon gut am Laufen. Haben wir noch Industrien, die nicht angeschlossen sind vielleicht? Fischfanggebiet, ja, das sind wir auch schon mal durchgegangen, meine ich. Da hatten wir das Fischfanggebiet auch gehabt. Sandbaggersee, aber der ist doch auch schon angeschlossen, glaube ich, ne, oder? Auch wenn es hier neben nicht so aussieht, aber... Sandbaggersee, Sand 451, 600 zum Zementwerk braucht das. Sand ist aber hier, das heißt, wir haben das auch schon angeliefert. Wahrscheinlich auch nur von, ja, wir können da noch mal reingucken gerade. Na. Ach so, ist ja hier schon. Der Sand kommt halt nur von diesem einen Baggersee und da ist also angeliefert. Das läuft auch. Ist alles angeliefert, sozusagen. Ölbohrinsel, Ölfeld. Das Ölfeld weiß ich jetzt nicht, aber das liegt da, also passt das auch. Die Bohrinsel liegen Schiffe vor. Es ist alles angeschlossen, was wir haben. Wir hatten ja so ein paar Sachen, die nachträglich noch gekommen sind, neu entstanden sind. Die haben wir ja hier auch angeschlossen, ne? Wir hatten ja hier oben... Warte mal, wo war das? Das muss hier jetzt oben sein. Hier dieses... Kohlebergwerk, das haben wir auch mit Fahrzeugen erschlossen. Hier ist noch eins, das wird direkt erschlossen, direkt am Bahnhof angekommen, dann passt das schon. Ne? Und hier hatten wir irgendwo noch ein Kraftwerk. Ne? Das ist ja auch neu. Das passt auch. Hat auch genug Kohle, also da brauchen wir uns auch keine Gedanken drum gerade machen. Ne? Also hier läuft es rund, ne? Sagen wir es mal so. Jetzt müsste man überlegen, wie kriegt man noch was optimiert. Ne? Zum Beispiel hier solche Sachen kann man jetzt optimieren. Die Straße gerade bauen, damit
Das Fahrzeug, sieht man das jetzt hier, dass er langsamer wird in der Kurve, oder? Wird es nicht langsamer? Nee, 45 Grad, 80 km/h fährt er trotzdem weiter. Das ist also da noch nicht mal entscheidend, das gerade zu ziehen, ne? Man könnte noch sowas erschließen. Sehenswürdigkeiten. Dieser Dingens ist ja optimiert schon, dieser Bahnhof. Ja. Man müsste gucken, wo vielleicht noch Stau ist, nicht genug abgeholt wird am Bahnhof. Haltestellen, die überfüllt sind, das können wir mal machen. Bezeichnung, Filter. Eine Bezeichnung, wartend. Wir machen wartend und machen die Richtung andersrum. Und gehen mal hier hin und gucken mal, dass da 9.791 Passagiere warten. Okay. Warum warten hier Passagiere? Ist hier ein Umsteigebahnhof? Ja. Bin ich mir jetzt gar nicht sicher, wie wir den hier mal gebaut haben. Da müssen wir mal Verbindungen gucken, oder? Obsower Stahlwerk, Straße, Holz, LKW, Kohle, 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 Personenzug, Riedenburg, Hadeln über Industrien. Ah, das ist der große Zug. Aber der sollte ja hier durchfahren. Ne, Fahrzeugliste wollte ich. Ja, die bringen aber nur die Passagiere hier hin und her. Die hier arbeiten, oder? Das ist ja alles Güterzug, ne? Jetzt müsste man gucken, ob da nicht doch ein anderes Fahrzeug noch zwischendrin ist hier. Der zum Beispiel nicht. Der auch nicht. Güterzug Obst, Fahrzeugliste auch nicht. Riedenburg-Hardexen, Fahrzeugliste auch nicht drauf, ein Personenzug. Holz, ist wirklich nur Holz. Kohlezeche, ist auch nichts. Warte mal, haben wir denn hier eine Bushaltestelle irgendwo gepflanzt? Nein, also es kann nur personenmäßig sein. Oder hier ist auch keine Bushaltestelle. Nee. Es muss hier was mit dem Zug zu tun haben. Und das ist das Einzige und alleine ist es wahrscheinlich die Arbeiter, die hier von den einzelnen Werken sind. Maschine, da ist auch nichts drauf. Also dieser Personenzug ist der einzigste dann. Da ist auch nichts drauf. Da ist auch nichts drauf. Und da ist auch nichts drauf. Das bedeutet, der einzigste, der es ist, ist dieser Zug hier, wo reichlich Züge unterwegs drauf sind. Drei, vierer, die hier die Passagiere abholen sollen. Und sind die voll? Nee, nicht unbedingt. Aber wo sind sie gerade? Das ist die Frage, ne? Okay, der ist gerade an einer anderen Stelle. Fährt mit 204 durch die Gegend. Wo ist er jetzt? Er fährt mit 364 durch die Gegend. Das war die Post. Er fährt mit 401 durch die Gegend. Das ist auch woanders. Und der letzte fährt mit... Ah, der wartet gerade auf den Gegenverkehr. Vielleicht sollten wir hier noch irgendwo zweigleisig dann ausbauen. Da müsste man mal überlegen, ne? Der wartet nämlich jetzt definitiv auf diesen Zug. Ja. Vielleicht machen wir das mal. Kriegen wir hier noch eine zweite Brücke hingeschüttet dann? Machen wir mal.
Das und das. So, das würde schon mal da passen. Das gleiche hier nochmal, oder? So wird es auch gehen. Und dann hier ausgewählt. Und ich weiß nicht, welche das ist. Ich würde jetzt mal auf diese schätzen. Ja, sieht genauso aus. Und dann machen wir da mal... Warte, wie schnell ist die Brücke? 160, dann machen wir das auch nur 160. Okay. Können hier rüber. Und hier wird es dann auch darüber gehen. Dann müssen wir aber gegenüberliegendes Ufer aufschütten. Ne, ist gar nicht da. Ich glaube, wir müssen das hier... Ich habe das Falsche erwischt, ne? Hat ja gut geklappt. Ich würde mal sagen, so, oder? Die 160er ist dann hier und die muss darüber. Ist schon da angeschlossen. Lieber nochmal so machen, ne? So, dann brauchen wir noch Strom. Da ist 160. Von da bis noch da. Passt auch. Und dann noch da. Ne, da. Okay, dieses Signal schmeißen wir gerade weg. Das war falsch. Nochmal schnell hier wieder Stromleitung basteln. Und dann machen wir dieses Signal dahin. Und hier müssen wir irgendwo... Können das ja hier nochmal machen. So. So, das war... Passt, oder? Müsste jetzt dann so sein, dass das alles zweispurig ist, oder? Hier geht es bis dahin hin zweispurig, oder? Ne, hier hinten ist auch nochmal einspurig. Aber da geht es auch schon im Bahnhof rein. Und hier sind diese Strommasten, die uns dann im Weg sind, oder? Machen wir mal so. So. Passt. Und Strom dann noch schnell dran. Dann ist bis dahin Ausweichmöglichkeit gegeben. Das passt alles. Hier haben wir die große Brücke auch zweispurig. Da auch. Ah, hier ist noch eine. Okay. Dann müssen wir da auch nochmal was machen. Wo machen wir das hin? Ist da aufgeschüttet? Ja. Das bedeutet da einmal. Und dann schütten wir die Seite noch auf, oder? Ist das so richtig? Ne, ich glaube, den haben wir jetzt zu viel gemacht. Den Hügel müssen wir runter machen. Genau, so sieht's aus. 160. Okay, hat er schon gemacht. Sehr cool. Ah, hier geht es wohl nicht dran. Okay, das bedeutet, wir machen hier einen tiefer und dann muss es auch gehen, oder? Wo ist die Brücke? Ne, das ist 90, das ist 160. Das passt dann. Sieht so aus, als ob es auch schon verbunden ist. Und geht dahin, dieses noch verlängern
Und nochmal Strom dran machen. Passt. Okay, und Signal da. Und Signal hier. Signal da. Und ja. Da wollte ich es haben. So. Und dieses Signal können wir dann wegreißen. Da steht da doof. Dann hier. So und da. Ja, machen wir es da hin, ne? So. Sieht erstmal gut aus, oder? Das Gleis ist nebenher und das ist drüber. Fahren müssen sie jetzt eigentlich. Und auch durchgängig fahren, denke ich mal. Ja, das sieht doch erstmal gut aus. Es hat auch noch keinen Zug gerade gemeckert oder sowas. Findet keine Route oder sowas, glaube ich. Das ist alles prima. So, diese lange Route passt dann. Hier ist zweispurig gewesen. Der steht da oben sowieso. Und hier kennen wir ja nur noch zweispurig, meine ich, oder? Ja. Jo. Soweit so gut, oder? Hier ist das auch schon alles umgebaut. Das ist ein riesen Bahnhof, der gar nicht mehr so groß sein müsste vielleicht. Aber das sieht erstmal gut aus, würde ich sagen. Ja, haben wir ein bisschen was hier optimiert, würde ich sagen. Und ja, müssen wir nächstes Mal nochmal nach den Haltestellen weiter gucken, was wir da noch machen können. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo macht, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.